Moin Jungs! Wisst ihr, weil dieses Jahr ich schon mein Abitur gemacht habe und so weiter und so fort, hätte ich eigentlich dieses Jahr schon eine Ausbildung machen sollen. Allerdings hat mich keiner genommen, deswegen ist bei mir Ausbildung jetzt nächstes Jahr angesagt. Übergangsweise habe ich mich dann halt auf 450 Basis in einem Rewe beworben. Jetzt bin ich auch schon seit 2 Monaten da mäßig eingestellt. Ich möchte euch mal ein paar Sachen sagen, die mir ziemlich auf die Eier gehen. Ich habe mich eigentlich zur Warenverräumung mäßig beworben, aber ich werde meistens einfach als Kassierer eingestellt, wogegen ich nichts habe. Das mache ich eigentlich sogar lieber. Mir wurde quasi seit Tag 1 eingetrichtert, wenn du an der Kasse bist, nachdem du alles kassiert hast mäßig, frage ich nach der Payback-Karte. Und manchmal ist es auch ein bisschen nervig so. Keine Ahnung, jemand sagt, ich kaufe nur eine Red Bull einfach nur und ich muss dann fragen, haben Sie eine Payback-Karte? Nö. Also wirklich, die haben mir gesagt, ich muss das immer fragen, weil, keine Ahnung, es kann ja auch Leute geben, die das kontrollieren, ob wir das tun und so weiter und so fort. Was mich dabei stört, ist halt, wenn dann Leute so sagen wie, keine Ahnung, pf, oh Gott, zum Glück nicht. Hä, was habe ich denn davon? Ich denke mir, du. Ich muss das fragenmäßig. Eine andere Sache ist auch, ich finde ja auch so welche bescheuert. Die packen dann auf das Kassenband erstmal ihren ganzen Scheiß, den sie halt einkaufen wollen. So auf voll normal angelehnt. Und dann gibt es so die paar Leute, die dann so sind, ich hole mir gefühlt 20 Bierdosen mäßig. Und dann realisieren sie, ach Scheiße, so viel Geld habe ich gar nicht. Kannst du mal 2 davon abziehen? Ich frag mich immer, sag mal, denkst du dir gar nichts dabei? Schaust du auf den Preis? Bin ich ein Taschenrechner? Umgekehrt finde ich es auch verrückt. Sag mir, die kaufen dann so, keine Ahnung, ihren Käse, ihre Wurst. 2, 3 Schnaps, keine Ahnung. Und dann sehen sie so, ach, ich habe ja noch 1 Euro übrig. Mal überlegen, ein Bier kostet so 50 Cent. Ich habe 9 € ausgegeben. Ich kaufe mir noch 3 Bier. Also ich find's verrückt, wie die sich immer so viel Alkohol kaufen, wenn sie, ich sag mal, gefühlt 1 Cent übrig haben, übertrieben gesagt. Natürlich, ich bin nur auf 450 € basismäßig eingestellt. Manchmal fragen mich die Kunden so von wegen, keine Ahnung, ja, haben sie im Lager noch eine Kiste Cola oder so? Junge, ich bin nur der verfickte Kassierer. Ich weiß nicht, wie es im Lager aussieht. Fragen Sie doch die Leute, die das Zeug im Lager verräumen. Die können dir direkt eine Antwort drauf geben. Es gibt natürlich nicht nur schlechte Sachen. Also, es gibt sehr viele Menschen, wo ich sagen würde, die zeigen mir richtig ihre Dankbarkeit, wenn ich sie kassiert habe. Meistens sind das irgendwelche Omis, die dann gefühlt schon ihr halbes Leben hinter sich haben und dann mir einfach so ein schönes Lächeln reindrücken oder einfach eine kleine Geste. Herzerwärmend ohne Ende. So, ich habe zum Beispiel eine Kundin, die gibt mir immer Schokolade, wenn sie zu mir kommt. Aber sowas freut mich. Ich habe so die Angewohnheit, sagen wir, ich bin dann mal nicht an der Kasse und muss dann doch Zeug verräumen. Von wegen, ich schnapp mir irgendeine komische Palette und schieb sie in irgendeinen Gang rein. Dann gibt es das Problem, ich muss natürlich erstmal irgendwie herausfinden, wo muss der Scheiß hin. Manchmal mache ich dies, nur ein bisschen Zeit totzuschlagen. Ich schnappe irgendeine Sache, bei der ich nicht weiß, was sie hingehört. Dann drehe ich so 2 Runden ungefähr um dasselbe Regal. Dann lege ich es wieder auf die Palette zurück, schnappe mir einen anderen Gegenstand und drehe noch 2 Runden. Produktiv kann man es nicht nennen. Das sind auch solche Hunde, die dann so 2 oder 1 Minute vor Ladenschluss noch reinkommen und dann irgendwas holen wollen. Und wenn sie dann kommen, um Bier zu holen, dann fick ich die aber. Ich finde das fast schon irgendwie dreist, wenn dann so irgendwelche Leute reinkommen mäßig. Von wegen, wir haben gerade den Zigarettenautomaten ausgemacht, weil wir halt, weil, keine Ahnung, es sind noch 10 Minuten oder so bis Ladenschluss oder so. Und dann kommt irgend so ein Alki oder so rein und möchte dann nochmal den Zigarettenautomat auf. Verzeihung, aber der Zigarettenautomat ist aus. Ja, dann mach mal an! Es ist verrückt. Ich finde es auch immer cool, wenn dann irgendwelche Ausländer vorbeikommen und dann hier einkaufen gehen. So in dem Sinne, die machen hier Urlaub und dann können sie nicht mal richtig Deutsch oder so. Da muss ich so versuchen, meine Englischkünste so gut es geht rauszuholen. Dann merke ich, wie scheiße ich doch eigentlich Englisch kann. Also lesen kann ich es wieder eins darauf spreche ohne Ende. Aber sprechen ist so grenzwertig. Also natürlich, ich kann mich ausdrücken und ich weiß und ich kann den Knackpunkt auch ungefähr irgendwie darstellen. Aber das fühlt sich immer so unsauber an und ziemlich scheiße ausgedrückt, wenn ich irgendwas sagen will. Ja, und dann würde ich sagen, wünsche ich noch einen schönen Tag. Hören wir uns bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.